In diesem Video geht es darum, wie man mit ätherischen Ölen ein bisschen die Laune heben kann, ein bisschen für Schwung sorgt und vor allem auch wieder für den richtigen Fokus. In diesem Sinne also herzlich willkommen mal wieder in der Parkapotheke. Mein Name ist Marlies Scheller und wir schauen uns gleich mal meinen Favoriten an. Es gibt nämlich ein ätherisches Öl, das richtig gut geeignet ist, wenn man nicht so richtig fit ist, die Gedanken nicht beisammen hat und da kann man sich ganz leicht und natürlich unterstützen, wenn man einfach ein paar Tropfen von diesem Öl auf ein kleines Behältnis gibt. Entweder extra so konzipiert, dass man ein paar Tropfen drauf tropfen kann, sich in die Nähe stellt, nicht weiter als einen Meter weg, dass das schön auch wirken kann, über die Nase aufgenommen wird bis ins Gehirn. Oder auf einen Stein, einen Duftstein, der porös ist und ein bisschen Öl aufnimmt. Den kann man gut verwenden. Oder wenn man unterwegs ist, gerade Auto fährt und sagt, Mensch, ich brauche jetzt mal was, was mich ein bisschen erfrischt. Einfach Taschentuch, 5 bis 10 Tropfen Öl drauf und aufs Armaturenbrett oder auf den Beifahrersitz legen. Dann geht es richtig gut. Und das Öl, um das es dabei geht, das ist Lemongrass. Geheimtipp, super, top, auch für Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich bei Hausaufgaben zu konzentrieren. Oder wenn man lange im Büro sitzt und man merkt, irgendwie hat man gerade so einen Hänger. Probiert es aus, das ist eine super Sache. Wem das vom Geruch nicht ganz so taugt, der kann das natürlich gut kombinieren mit anderen Ölen, die er gerne mag. Gern auch tatsächlich auch aus der Zitrusrichtung, Grapefruit, Lycea, Kubeba. Oder aber wenn man sagt, Mensch, vielleicht auch Stresskomponente mit drin, wie wäre es mit ein bisschen Lavendel oder Melisse, testet es einfach mal. Das ist wirklich was Schönes, was ganz Einfaches, was einen unheimlich wieder hochholen kann. Wir haben für uns in der Apotheke eine tolle Mischung. Die habe ich eben auch schon hier verschüttet, deswegen bin ich auch schon so gut dabei. Das haben wir im 96%igen Alkohol gelöst auf ja, 50 Milliliter Alkohol, ungefähr so 100, 150 Tropfen. Das ist schon ganz gut konzentriert. Einfach gut durchschütteln und dann bei Bedarf mal ein bisschen sprühen. Da haben wir drin Weißtanne, Lemongrass, Zitrone und ein bisschen Rosmarin und das ist wirklich super. Die Leute kommen rein und sagen, Mensch, was habt ihr denn hier Tolles? Kann ich das auch haben? Tut euch was Gutes, probiert es einfach mal aus und ich hoffe, bei euch steigt die Laune dann auch so wie bei uns. Also, das war's erstmal wieder. Macht's gut. Tschüss.